AdBlue kennen wir auch, ist genau das gleiche wie bei allen anderen. EBL-Block ist auch hier runter. Mit den Sicherungen, das ist auch alles gleich. Strom ist klar. Toilette. Frischwassertank ist auch hier auf der Seite. Gaskasten auch Standard. Ja. So, jetzt nochmal. Hochklappen hier drin. Fix einmal rausbauen. Das Bordwerkzeug, ne? Achso, okay, das muss ich gleich. Hier ist das Teil drin. Da ist der Wagen hier drin, Radkreuz, alles bei. Doppelte Kamera mit hier. Hier haben wir dann zum Beispiel Landstromanschluss. Frischwassertankanzeige. Mhm, wie aus dem T38, das gleiche. Genau, Batterie und die Linksbatterie. Der hat auch eine Abwassertankheizung hier nochmal. Wird noch besser. Das ist ein wichtiger Hinweis auch nochmal. Da müssen wir auch drauf achten. Mhm. Hier haben wir hier Winterpaket, das heißt, wenn wir den drücken, dann wird das Radwasser geheizt. Genau, dann wird der Tank geheizt. Dann friert das nicht ein. So, hier ist jetzt einschalten. Mhm. Hier kann ich dann die jeweilige Temperatur einstellen, also die Stärke vom Kühlen her. Und das hier, das ist der Mond. Den kann ich jetzt ausstellen oder einstellen. Das ist für die Nacht. Dann drosselt der ein bisschen runter. Genau. Ah doch, der blinkt dann, genau, so ist es, genau, richtig. Der blinkt und dann kann man einstellen. Mhm, da kann man es dann einstellen. Machen Sie mal, genau, auf die Position 2. So ist gut. Dann macht er Vollpower. Genau. Okay. Und so mache ich ihn wieder aus. Ja, können Sie wieder ausmachen.